die Feuerwehr Schwäbisch Gmünd ist um 22.03 Uhr hier in Schwäbisch Gmünd zu einer Autowerkstatt alarmiert worden. Beim Eintreffen der ersten Kräfte gab es ein offenes Feuer im Eingangsbereich. Es wurde somit alarmiert nach dem Einsatzstichwort Brand 6. Hier ist hinterlegt gleich ein erweiterter Löschzug und wie gesagt beim Eintreffen der Kräfte Feuerüberschlag von der Werkstatt auf das obere Dachgeschoss. Und abhängig von dem eingetroffenen Lagebild wurden weitere Kräfte alarmiert. Es wurde alarmiert die Abteilung Bussenhofen, die Abteilung Wetzgau, die Abteilung Herlikhofen. Wir waren hier insgesamt 80 Einsatzkräfte der Feuerwehr, 40 Einsatzkräfte von DRK und somit waren es insgesamt über 120 Einsatzkräfte Feuerwehr und Rettungsdienst. Da es sich bei dem Feuer um eine Autowerkstatt handelt, ist hier natürlich mit leichten Explosionen zu rechnen gewesen, aber nur im Bereich von Autoreifen, die hier im Fahrzeug oder in der Halle gelagert waren. Weil ich alles so presse, wenn ich hier irgendwas draufsteht. Ja.